Es ist ein wahres Knöllchenmachtwort, gesprochen von Deutschlands höchster Instanz, dem Bundesverfassungsgericht. Das bedeutet, dass Parkverstöße nur noch bezahlt werden müssen, wenn der Halter auf frischer Tat ertappt wird. Der Halter des Fahrzeugs muss also nicht zwingend zahlen, wenn das Auto falsch parkt. Konkret ging es um einen Mann aus Siegburg in NRW, der zu lange auf einem Parkplatz stand, die 30 Euro Strafe aber nicht zahlen wollte. Dagegen klagte der Mann, die vorherigen Verurteilungen seien aber ein Verstoß gegen das Willkürverbot des Grundgesetzes gewesen, entschied nun Karlsruhe. Zugeschaltet ist mir jetzt Alexander Schaas, Sprecher des ADAC, Deutschlands größtem Automobilclub. Guten Tag, Herr Schaas. Hallo, ich grüße Sie. Ist das jetzt tatsächlich die große Knöllchenrevolution? Da muss man ganz klar sagen, nein. Denn es ist eigentlich so, wie es vorher auch schon war. Und das Bundesverfassungsgericht hat das nochmal bestätigt. Tatsächlich ist es schon immer so gewesen, dass es Beweise braucht, damit auch der Fahrzeughalter als Fahrer identifiziert werden kann, wenn er falsch geparkt hat. Und wenn dem nicht so war, dann konnte ihm das eben auch nicht konkret nachgewiesen werden. Der Halter hat immer die Möglichkeit zu sagen, ich war es nicht, ich bin nicht gefahren, muss dann allerdings trotzdem die Verfahrenskosten tragen, wenn kein Fahrer oder dann eben Falschparker ermittelt werden konnte. Dieses Urteil, gilt das denn auch für die privaten Parkplätze, zum Beispiel bei den Supermärkten? Da sehen wir ja immer wieder, dass da Schilder aufgehängt werden, wenn keine Parkscheibe drin liegt oder dass eine Videoüberwachung da ist. Wenn man die Zeit überschreitet, dann muss man mindestens 30 Euro zahlen. Oder sind das nur die öffentlichen Parkplätze, die gemeint sind? In dem Fall geht es jetzt konkret um die öffentlichen Parkplätze. Bei den Privatparkplätzen, Sie haben es angesprochen, die Supermarktparkplätze, ist es nochmal ein bisschen anders. Da ist eine Privatperson für verantwortlich, meistens dann nochmal ausgelagert auf Überwachungsunternehmen, die dann die Parkraumüberwachung hier vornehmen. Da hat man meistens ja auch schon via Videokameras die Möglichkeit nachzuweisen, wer hier auch wirklich falsch geparkt hat. War es dann der Halter oder war es jemand, der das Fahrzeug nur gefahren ist? Das lässt sich in solchen Fällen dann meistens noch leichter herausfinden als jetzt im öffentlichen. Herr Schaas, gehen Sie also damit davon aus, als ADAC, dass diese Entscheidung aus Karlsruhe nicht zu einer Klagewelle von Autofahrern auf die deutschen Verkehrsgerichte zukommt? Das Bundesverfassungsgericht hat im Ende so entschieden, wie es auch entscheiden musste, nämlich aufgrund dessen, wie die bisherige Handhabe auch schon immer war. Es braucht tatsächlich einen konkreten Beweis, dass auch der Halter hier falsch geparkt hat. Gibt es das nicht? Dann gibt es keinen Beweis für denjenigen, der falsch geparkt hat. Das bedeutet, die Vorgehensweise, wie sie bislang ist, war schon immer gleich. Und ganz um die Kosten herum kommt man ja trotzdem nicht, auch wenn man sagt, man war es nicht. Denn die Verfahrenskosten muss man ja trotzdem tragen. Und die sind in der Regel im normalen Fall eines Parkverstoßes ungefähr so hoch wie auch der Bußgeldbescheid wäre. Was empfehlen Sie denn jetzt den ADAC-Mitgliedern, wie in Zukunft mit Knöllchen umgehen? Also grundsätzlich ist es ja so, dass wenn man einen Verkehrsverstoß begangen hat, man auch für diesen gerade stehen sollte. Bedeutet, wenn man falsch geparkt hat, einen Bußgeldbescheid bekommt, dann ist das im Regelfall auch gerechtfertigt. Wenn man daran seine Zweifel hat, kann man sich natürlich auch noch anwaltliche Hilfe zu Rate ziehen. Aber auch ganz wichtig, man muss nicht aussagen. Also wenn man sagt, ich bin wirklich nicht gefahren, man möchte jemanden anderen beschuldigen, muss man das nicht sagen. Aber im Grundsatz sollte man für Verkehrsverstöße, die man begeht, dann eben auch gerade stehen. Das ist ein gutes Schlusswort, Alexander Schaas vom ADAC. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Sehr gerne.